Jetzt geht's los. Wir sind auf den Spuren der Kommunisten, der großen Weltdarsteller Erich Honecker, geboren im Saarland und früherer Staatsrat, Generalsekretär der Deutschen Demokratischen Republik. Und er hatte mit seinen SED-Kumpanen Genossen eine, wie sagt man dazu, Bonzensiedlung. Diese ist in Wandlitz bei Berlin und diese wollen wir uns heute anschauen und sind sozusagen auf den Spuren der DDR-Kommunisten. So, genau, viel Spaß bei diesem Beitrag. Wir werden öfters mal berichten. So, zu unserer rechten Hand sehen wir den Löwenberg in der Mitte, 240 Meter hoch, und rechts davon flach gesehen den Burzelberg, auch für Bergfunk sehr bekannt. Welches da? Der rechte, da sieht man aber nicht so. So, und da sind wir früher öfters hingefahren, Schilderbergfunk-Team. Genau, wir befinden uns jetzt zwischen Falkenhain und Wurzen. So, wir sind jetzt hier in Wurzen. Das ist die Tante Babsi, auch bekannt von Frau Kotter, die Feuerwache. Und wir haben gerade im Radio gehört, dass es auf der Autobahn eine Wanderbaustelle gibt. Und da freuen wir uns besonders drauf, da wir unsere Wanderschuhe mitgenommen haben. Ja, und da wollen wir dann mal so ein bisschen wandern gehen. So, jetzt sind wir hier in Leipzig am Flughafen. Leider sehen wir kein Flugzeug. Schade, schade. Ja, vielleicht landet er noch eins. Kann man da mal hinfahren? Ich war noch nie im Flugzeug. So, wir kurven schon irgendwo bei Berlin rum. So, wie man sehen kann, ist unser Wurstgrill schon angeschmissen worden. Siehe rechts. Ich hoffe, die ersten Steaks sind schon fertig. So, jetzt fahren wir durch die, was für eine Brücke? Der Havelkanal ist das hier, ja. Havelkanal. Aha. Sehr schön. So, jetzt verlassen wir die Autobahn. Jetzt sind wir nicht mehr weit. Vielleicht treffen wir heute sogar Erich Honecker an. Denn wir wollen erstmal direkt in die Genossenkantine. So, hier sind wir auf den schönsten Straßen von der DDR. Original, alles originalgetreu. Mit Absperrung, weil hier macht man sich sein Fahrwerk kaputt. 1 Kilometer bis Wandlitz. Oh, wenn jetzt einer von vorne kommt, machen wir was? Nichts. So, das war Wandlitz. Sehr schön, mit Aldi sogar. Kapitalistische Kaufmärkte sind der Grundstatus von Wandlitz. Auch, zu DDR-Zeiten gab es hier schon. So, jetzt ist es schon fast um 12. Wir haben mächtig Hunger und wir besuchen jetzt erstmal eine Gaststätte, die bekannt wurde vom Christian Rach, dem Restauranttester. Und die Gaststätte hieß irgendwie Restaurant zur versunkenen Glocke oder so. Wir sind gerade dabei, die zu suchen. Die versunkene Glocke. Stimmt, ich krieg auch schon mal Magen. Was, Hunger? Ja. Die ist ganz schön versteckt, wa? Seit wir da sind. Wenn man das mal so sieht.
Wir wollten ja um 12 da sein. Es ist eine Minute vor um. Aber jetzt bestimmt deutlich, hoffentlich ist das nicht rechts, das ist alles Ding. Ja, das Blaue, ja. Versunkene Glocke rechts rum. Mensch, ist das Ding ganz versteckt. Schön versteckt, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ist ja kein Wunder, dass das keiner gefunden hat. Hoffentlich ist nicht heute gerade Drehtag, nicht, dass er nochmal hingefahren ist. Da fährt er meistens nochmal hin und guckt. So, links oder rechts? Gerade. Rechts, rechts. Versunkene Glocke. Mhm. Ach, da ist er doch. Oh, keine Parkplätze. Hier steht übrigens Parkplatz verboten. Ah, ja. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Vielleicht fahren wir wieder heim, wenn es alles scheiße ist. Hallo, Bumse? Nö. Du hast den Knopf gar nicht runtergemacht. Siehst du, deswegen habe ich das gemacht, damit ich die nochmal filmen kann. Direkt vorm Gasthaus. Stimmt. Auf den Spuren des Fernsehteams. Wird so groß sein, so ein Strandkorb da drin, ne? Siehst du, Babsi? So weit muss man fahren. Ja. So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg direkt nach Wandlitz zum Domizil von Erich Honecker. Und wir waren gerade in der versunkenen Glocke, haben dort unsere versunkenen Entenkeulen gegessen. War es Gänsekeulen oder Entenkeulen? Entenkeulen. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, weil der Chefkoch musste erst hinten direkt mit dem Kanu rausfahren und die Enten dort erschießen. Kam dann vor mit den blutigen Hälsen. Aber es hat sehr lecker geschmeckt. Es gab reichlich Essen für jeden 2 halbe Stückchen. Also 2 Entenkeulen statt einer halben. Also statt einer, wie man das normalerweise kriegt im Restaurant. Und das für 9,99 Euro. Also Toiletten sind auch in Ordnung. Also könnt ruhig mal zur versunkenen Glocke nach Wandlitz fahren, macht doch nichts falsch. Und das hast du gebaut, Babsi, alles? Mein Mann. Das ganze Haus, ja? Ja, das Haus nicht, der macht doch bloß hier diese Außenanlagen. So, jetzt sind wir direkt auf dem Grundstück, auf dem Gelände von der Waldsiedlung Wandlitz, wo natürlich auch viele, viele neue Gebäude gebaut wurden nach der Wende. Und die meisten Gebäude sind hier Altenpflegeheime, Kliniken. Für Rentner. So, da wir hier schon eine halbe Stunde rumlaufen und wir überhaupt nicht wissen, wo Erich Honecker seine Residenz hatte, haben wir uns diesen Wanderführer geholt und der zeigt uns jetzt genau, wo die SED-Genossen damals gewohnt haben. Das ist das Haupteingangstor von Wandlitz, das alte. Was? Was hat er denn? Was? Was hast du denn? Na gut, wo wollen wir das mal? Ja, dann nicht mal rein. Hier hat Erich Honecker mal Kino geguckt. So, das ist die Residenz von Günther Mittag.
Der kommt doch raus, guck mal. Hier wohnt der Egon Krenz. Schönes Haus, Papsi, wa? Ja. Was der sich einbildet. So eine fette Villa. Müsstest du aber, ich glaube, von vorne. Na, wenn ich ehrlich bin, war das nicht besonders. Irgendwo mussten sie ja wohnen, wa? Und abgeschottet. So, hier ist nochmal das Haus von der hinteren Seite von Egon Krenz. Modernste Technik mit Solaranlage. Was die alles gehabt haben. Die schönen Dachziegel. So, das ist die Residenz von Willi Stoff. Ich weiß nicht, wer den noch kennt. Ich kenne den auf jeden Fall. So, das ist hier das originale Haus von Honecker. Erich Honecker hat hier drinnen gewohnt. So, das ist die Grillhütte. Oder der sogenannte Sadomaso-Keller. Das ist direkt in einem Wald. Wie eine gebaute Hütte. Oder wie eine kleine Ferienwohnung für irgendwelche Gäste. Hat aber oben irgendwelche Müll genommen worden und hat das zusammengeschustert. So ganz spärlich gelegt. So, und hier ist nochmal von hinten das Haus von Erich Honecker. Und nochmal das Anwesen von Erich Honecker. So, und hier ist sozusagen die Mauer rund ums Gelände von Wandlitz. Und wir vermuten, anhand der abgebrochenen Stahlstreben, dass die Mauer doppelt so hoch war. Und wurde wahrscheinlich hier mit Soldaten oder Polizei bewacht, dass sozusagen keiner über die Mauer drüber konnte und zu den Genossen vordringen konnte. So, draußen regnet es, wir sind auf der Rückfahrt. Erich Honecker haben wir leider nicht gesehen. Und ja, irgendwie sind dort alle ausgezogen, komischerweise. Es konnte auch keiner sagen, wo sie hingezogen sind. Von daher wollen wir unsere Tagesreportage jetzt hier abbrechen. Ja, und waren auf den Spuren der SED-Genossen mit Erich Honecker und Co.